Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin CJK und heute habe ich euch das iPad mitgebracht, wie ihr sehen könnt. Ich möchte euch nämlich ein Programm vorstellen und das nennt sich iDisplay. iDisplay erweitert euren Bildschirm von eurem Windows oder macOS PC, um halt die Auflösung von dem iPad-Display. Also das iPad-Display fungiert als zweiter Bildschirm. Dazu installiert man sich ein kleines Programm auf dem Windows-PC oder macOS-PC. Für Linux gibt es das noch nicht, soll aber bald nachgebessert werden. Das ist wie ein kleiner Daemon, der läuft im Hintergrund. Und auf dem iPad startet ihr das iDisplay-App. Jetzt sieht man schon, wird auf dem Windows-PC ein kleines Fensterchen geöffnet, ob man die Sitzung mit iDisplay zulassen soll oder nicht. Man kann anklicken immer zulassen, dann wird die Verbindung immer automatisch hergestellt. Man kann die Verbindung aber auch nur einmal zulassen oder ganz verweigern. Wir lassen das jetzt einmal zu. Und man sieht, jetzt habe ich hier rechts auf dem iPad auch meine Maus zu sehen. Wofür ist das Ganze gut? So kann man den Platz auf dem Bildschirm von, in diesem Fall meinem Nokia Booklet 3G, besser ausnutzen. So kann ich einfach den Messenger, das Kontaktfenster von dem Messenger zum Beispiel hier auf das iPad rüberziehen. Oder genauso auch meine Konversation, die ich auf dem Hauptbildschirm nicht brauche, die schiebe ich einfach rüber auf das iPad-Display und habe hier auf meinem Booklet jetzt mehr Platz, um das Eigentliche zu tun, zum Beispiel im Internet auf meiner Seite zu surfen. Man kann jetzt einfach auch mit der Maus hier rechts anklicken, wieder auf dem Messenger-Fenster und in die Tastatur das reinschreiben, was man möchte. Das wird dann auch sichtbar. Also das funktioniert ganz normal wie ein Bildschirm. Man kann natürlich auch direkt auf dem iPad das Ganze steuern. Sprich, mit der Maus kann man überall hinklicken, langfahren, wie als ob es eine richtige Maus wäre. Ein langer Druck, also drauftippen und halten, emuliert einen Rechtsklick in Windows. Dann kann man auch noch mit zwei Fingern drauftippen. Das startet dann die Tastatur, sodass man dann direkt auf dem iPad tippen kann, was wirklich sehr komfortabel ist, wenn ihr schon mal ein iPad in der Hand hattet. Wieder ein Tipp mit zwei Fingern und das Ganze verschwindet wieder, die Tastatur. Natürlich kann man auch mit Pinch to Zoom heran und wieder rauszoomen. Das funktioniert sehr, sehr flüssig. Und wenn man rangezoomt hat, dann kann man auch mit zwei Fingern das Bild verschieben. Sehr, sehr flüssig und sehr einfach. Wie gesagt, zwei mit zwei Fingern getippt, bringt die Tastatur, zwei Fingern getippt, ist sie wieder weg. Pinch to Zoom, zoomt man mit zwei Fingern hin und her. Scrollen. Ja, natürlich gibt es dann auch die ganz normalen Windows-Funktionen, die zum Beispiel mit einem Doppelklick das Fenster auf den ganzen Bildschirm vergrößern. So und wieder klein. Oder wenn ich ein Browserfenster habe und das doppelklicke, wird es natürlich auf den ganzen Bildschirm vergrößert. Das funktioniert wie erwartet und ohne Probleme. Natürlich ist es nicht so schnell wie auf dem normalen Desktop, aber das braucht man auch gar nicht, wenn man solche Programme wie zum Beispiel den Messenger, die eigentlich eine relativ statische Oberfläche haben, auf diesem Display benutzt. Natürlich wird man darauf keine Spiele spielen, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Wenn man mit zwei Fingern raufgetippt hat, wird hier oben noch rechts zwei Icons angezeigt. Einmal das Disconnect-Icon, da kann man einfach die Verbindung unterbrechen, und einmal das Info-Icon, da wird dann die Information, der About-Screen über das iDisplay-Programm angezeigt. In der Version 1.2 ist es jetzt hier installiert, von Shape Services natürlich. Und dann kann man sich noch die Frequently Asked Questions anschauen, sprich die
oft gestellten Fragen. Man kann den Support anschreiben und natürlich auf diversen Social Networks an seine Freunde verschicken. Alles in allem ist das Programm wirklich zu empfehlen. Es ist nicht teuer und es bringt wirklich einen Mehrwert. Nicht nur, da man das in Verbindung mit einem Computer benutzen kann, sondern auch an sich auf dem iPad direkt als Windows-Computer sozusagen benutzen kann. Natürlich fehlt einem hier jetzt die Leiste unten, aber wenn man die Programme hier sich schon auf das Display geschoben hat, dann ist das alles sehr einfach lösbar und bedienbar. Ja, das war's zu iDisplay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut mal auf Shape Services vorbei. Das sind auch die, die den Instant Messenger IM Plus für das iPhone programmiert haben und eine ganze Reihe von anderer cooler Applications, zum Beispiel auch Mobiola Webcam, das ich auch schon auf meinem Symbian-Phone, das E71, benutzt habe. Sehr empfehlenswert. Guckt euch vorbei, die Jungs leisten wirklich gute Arbeit. Und ja, wenn ihr ein iPad habt, vielleicht kauft ihr euch das Programm. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf einem iPhone 4, also so ist es ja nicht. Natürlich hat das iPhone 4 ein kleineres Display als das iPad, aber es hat natürlich auch eine höhere Pixel Density, also eine höhere Anzahl Pixel pro Zentimeter, sodass alles einfach nur kleiner erscheint, aber auch eine Menge auf dem Display raufpasst. Ist dann natürlich noch portabler als mit dem iPad. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.